was bisher geschah. Dolores Kapitel, ein seltsamer Traum. Hört sich schon so richtig toll an. Mensch, freue ich mich auf Dolores Kapitel. Was ist dieser scheiß Spiegel? Diese Schritte machen mich irre. Man hört immer wieder Schritte. Das ist nicht gut. Was ist mit meinem Fortschrittsraum passiert? Warum? Lampe hat nur gequetscht, oder? Billig, wer hat vor sowas Angst? Also ich hätte jetzt gesagt, wir gehen durchs Haus und zerstören jeden einzelnen Spiegel. Danke. Schön. Was? Schließe Dolores Kapitel ab, Alter, wir haben's. Also ich bin nicht komplett abgeneigt, Visage irgendwann nochmal weiterzuspielen, aber jetzt für den Anfang habe ich definitiv genug von Visage. Definitiv genug von Visage, von Visage, Visage, Visage. Gucken uns jetzt erstmal in dem Haus um, während wir nicht in irgendeinem Kapitel drin sind, und gucken, ob da noch irgendwas ansonsten im Haus abgeht. Hört auf jeden Fall aus dem Beichtstuhl. Vermeide es zu lange im Dunkeln zu stehen. Könnten wir die noch reparieren? Sind jetzt nicht im Kapitel drin, stimmt's? Alles cool. Wo sind meine Pillen? Das ist zu eng, um sich durchzuquetschen. Weil ich würde gerne mal wissen, ob dann in dem Haus hier noch irgendwas abgeht, wenn das Kapitel noch nicht läuft. Garagenschlüssel, haben wir den Garagenschlüssel nicht? Doch, haben wir. Kein Wunder, dass ich so schnell in ein Kapitel reingeflüchtet bin. Kellerschlüssel haben wir auch. Okay. Die Krücke ist auf jeden Fall ein Kapitel. Ein Kapitelgegenstand. Ich habe die Küche leider in keinen guten Zustand hinterlassen. Ich habe ein bisschen Schiss, weil ich jetzt nicht weiß, was genau uns erwartet. Weil Dolores kann uns ja jetzt nicht mehr erschrecken im Prinzip. Aber das Video war auch total creepy. Und teilweise sind die Sachen, die wir hier hingeschmissen haben, auch trotzdem noch da. Das macht schon wieder so ganz schlimmes Feeling. Dieses Spiel ist echt fucking gruselig. Oh. Mein Gott. Die Steps, die sich anhören, als ob sie hinter uns sind, sind auch lustig. Aber ich denke tatsächlich, ist gar kein Raum, wo der Spiegel war. Hm.
Hier ist das Licht an. Die Uhren stehen trotzdem alle auf der Uhrzeit. Fest. Sind wir jetzt eben noch nicht hochgegangen, glaube ich. Doch. Soundkulisse ist auf jeden Fall schon mal richtig drin. Doch permanent immer Steps irgendwie auf einer anderen Etage. Den. Zeug ist leer. Zack. Nehmen wir doch gleich. Zack, die Pillen. Man hört auch ständig Flüstern im Hintergrund. Hier sind noch 1 Million Fahrzeuge, was sehr gut ist. Sollten wir vielleicht nochmal eine Kerze. Rausnehmen aus dem Inventar. Noch einmal Pin mitnehmen. Okay. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Interessant. Wir hätten uns nur das Waschmittel nochmal angucken können. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich gibt es nicht mehr viel zu sehen hier, oder? Geh nochmal nach oben. Also eventuell ist doch alles, was hier noch irgendwie entdeckt werden kann, Kapitel angebunden. Das ist ein Kapitelgegenstand. Smart Home, wo sich die Türen selber schließen. Auch ein Kapitelgegenstand. Ups, ich stehe auf der Schublade. Da ist nichts. Also wir haben noch. Ja, genau, hier ist jetzt der. Das ist ja der Schwarz-Weiß-Raum sozusagen. Können wir die Tasse nehmen? Wir lassen die Pillen jetzt mal hier. Oder wir nehmen sie einfach nochmal. Warum nicht? Toll. Ja. Liebend gerne würde ich jetzt was von den Schnaps trinken. Okay, wir haben die Kassetten. Das ist ein Schrank. Da ist es. Abbrechen. Das letzte Mal habe ich auch abbrechen gedrückt. Ich habe sogar extra eine Aufnahme geguckt. Ich war da drauf und der hat trotzdem das Kapitel gestartet. Auch ein richtig lustiger Trick. Kinderzeichnung. Also Handtasche, Kinderzeichnung.
Und die Krücke. Weiß nicht, tendiere tatsächlich zu der Handtasche. Für die Kinderzeichnung, also die hat mir instant super Sorge bereitet. Und die Krücke, weiß nicht, fühlt sich auch irgendwie gruselig an. Schon wenn ich das Wort Krücke nur sage in diesem Zusammenhang, in diesem Spiel, läuft mir kalter Schauer den Rücken runter. Sagen. Handtasche ist es, oder? Nein, scheiße. Irgendwas mit Mi. Warum trinkst du das jetzt? Das ist ein Gesandt von Dolores? Ist das eine heiße Schokolade, die wir gemacht haben? Trinkt die heiße Schokolade, Erfolg bekommen. Hey, das ist nicht cool. Was zur Hölle war das denn? Was war das mit der heißen Schokolade? Das ist die heiße Schokolade, die wir uns bei Dolores im Kapitel gemacht haben, oder? Und da lag eine Matruschka. Die hätte ich nie gefunden, ansonsten niemals. Oh mein Gott. Ordentlich viele Matruschkas. Okay, jetzt haben wir immer noch Krücke in der Zeichnung. Und die Handtasche. Die Handtasche ist aber auch nicht viel besser, glaube ich. Nee, aber die Krücke. Nee, ich weiß nicht. Die Kinderzeichnung auch. Also ich bin echt. Würde echt sagen, wir. Hier ist die Kinderzeichnung. Mr. Cat. Sieht auf jeden Fall nach einem richtig tollen Kinderbuch aus. Kein Wunder, dass es im Schrank ist. Sagen wir es mal so. Also die Kinderzeichnung ist definitiv. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Kapitel es gibt. Also es sind noch zwei Teller und so ein Hängeding. Also es würde schon hinkommen mit drei. Wir machen, glaube ich, die Handtasche, oder? Die Handtasche. Oh, und da liegt jetzt der Strick auf dem Boden. Wir können noch einmal auf den Dachboden gehen. Vielleicht hat sich da ja noch irgendwas verändert. Oder vielleicht ist hier auch ein Quest-Gegenstand. Na gut, es gibt wahrscheinlich nur drei Kapitel noch. Ich war mir halt nicht sicher bei diesen Hängeständer da, wo man was ranhängen kann. Hätte ja auch sein können, dass da sind ja so mehrere Arme dran. Vielleicht, dass es mehrere Sachen sind. Da rankommen. Okay. Aber es ist ja so hier echt noch ganz entspannt eigentlich. Okay. Wir springen einfach runter.
Der Strick von Dolores. Hier starten wir in das Kapitel. Okay, das ist gar kein Questgegenstand, ich dosse. Also ist nur Krücke oder Kinderzeichnung. Oh, die Handtasche aber. Krücke oder Kinderzeichnung, dann gehe ich für die Krücke. Und die Krücke macht nicht gerade das beste Feeling bei mir. Die Kinderzeichnung. Vielleicht täuscht das auch. Die Kinderzeichnung ist das weniger gruselige. Hier ist noch eine Comicseite. Leider kann man die Zeichnung mal super schlecht sehen. Ja, schade. Hat das Feuerzeug an. Man kann sich das bestimmt noch nachträglich in ein Comicbuch oder so angucken. Okay. Annehmen.